Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich sehe vermutlich noch ein bisschen verschlafen aus. Das liegt daran, dass ich mit Karl heute bis um 10 geschlafen habe. Übelst krass, dass er so lange geschlafen hat und alles. Ich habe heute und morgen frei und Karl auch, wir sind also zu Hause und es kam schon ganz lange kein Video mehr, weil praktisch nach dem Urlaub bei uns der pure Stress losging aus vielerlei Gründen. Und jetzt möchte ich aber endlich mal wieder einen Vlog drehen. Ich bin super motiviert. Ich bin noch nicht zurechtgemacht und so. Ich war gestern beim Friseur, 5,5 Stunden. Und ich zeige euch nachher, als ich meine Haare geklettet habe, das nochmal richtig. Ich bin mega zufrieden. Jetzt habe ich noch voll meine Bettfrisur. Genau, wir sind gerade so ein bisschen am Frühstück, beziehungsweise schon so halb fertig. Es muss ganz viel Haushalt gemacht werden. Und ich bin super motiviert. Du musst auch noch deinen Haushalt machen? Ja. Super, wir machen also alle unseren Haushalt. Der Haushalt von Karl. Noch ein Papier dafür. Der Haushalt von Karl ist auch ein bisschen unordentlich. Also geht so, aber hier. Er hat gestern mit Tim sein Zimmer aufgeräumt und kurz danach aber direkt dann wieder da drin gespielt, aber ist ja nicht schlimm. Ich sehe aus, er wirklich frisch aufgestanden, ungeschminkt. Aber ich wollte jetzt endlich mal den Vlog anfangen, damit ich auch anfangen kann, was zu machen. So, damit ich nicht erstmal hier ewig noch warten muss mit dem ganzen Aufräumen, sauber machen und so weiter. Viel Spaß mit dem Video. Hergerichtet und wollte jetzt mal meine Haarfarbe zeigen. Das ist halt wirklich so ein schönes Platinblond. Ich habe nicht mit dir gesprochen. Was ich schon immer haben wollte, ich saß 5,5 Stunden beim Friseur und ich finde es total schön. Dieser Silberakzent könnte noch ein bisschen stärker sein. Das Problem ist aber, dass durch die Blondierung meine Kopfhaut so gereizt war, was ja normal ist, weil ich halt den Ansatz des Todes hatte. Die war so gereizt, dass dann beim Auftragen von dieser Silbertönung es einfach so unangenehm war, was halt wie gesagt normal ist. Aber ich dann gesagt habe, so jetzt bitte einfach auswaschen. Die hat, während sie mir diese Silbertönung drauf gemacht hat, schon ein bisschen Wasser wieder drüber laufen lassen, damit meine Kopfhaut klarkommt. Es war so super unangenehm. In der Sekunde habe ich das verglichen mit, als ich hier tätowiert wurde. Das war auch super unangenehm. Also es war wirklich Kopfhaut um. Oh mein Gott, gar nicht gut. Beim nächsten Mal, also ich habe in 4 Wochen einen Termin, da wird dann der Ansatz nachgefärbt, wenn das dann ein bisschen rausgewachsen ist. Und da gucken wir, dass wir dann überall dieses Glossing, also diese Silbertönung nochmal auf den Rest der Haare auftragen, damit hier ist zum Beispiel noch so ein Blondstich, aber es ist nicht schlimm, es ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Blond und ich bin ja selber schuld, hätte ich einfach diesen Schmerz ein bisschen ertragen, dann wäre es jetzt komplett so, aber wie gesagt, ich bin rundum zufrieden. Ich kann den Friseur nur empfehlen, ich kann mal das Instagram-Profil einblenden. Die Inhaberin ist super, die hat es super gemacht, war super lieb und hat sich halt auch, also das hat halt wirklich, es war anstrengend für uns beide, so ich 5,5 Stunden sitzen und dann diese Schmerzen und sie halt einfach 5,5 Stunden volle Konzentration, während neben mir da bei dem anderen Stuhl, wo halt andere Leute dran waren, 5 Leute gleich, also nacheinander ihre Haare gemacht bekommen haben, war sie die ganze Zeit nur mit mir beschäftigt, aber ich bin super glücklich und jetzt geht's ans Wäschefalten. Ich habe die Wäsche abgenommen. Genau.
Angriffsfläche Sofa. Ich wollte euch unsere schönen neuen Kissen zeigen. Wir haben diese Kissen hier bei jemandem gesehen und fanden die total cool. Die sind einfach mega groß, super weich und haben so eine Struktur. Und dann haben wir halt rausgefunden, dass die bei Höffner gibt und haben halt das geholt und das. Und dann dachten wir so, ein drittes wäre noch ganz cool. Da haben wir das hier noch geholt. Das ist auch sehr, sehr weich. Und dann haben wir noch, das ist jetzt verkehrt rum, das hier geholt. Das finde ich passt vom Stil her auch mega gut zu diesen Kissen hier mit diesem Rand. Und jetzt haben wir noch vier solche ganz, ganz großen Kissen. Und ich finde, weil das Sofa einfach so überdimensional groß ist, sind diese großen Kissen da auch perfekt für. Ich werde jetzt das Sofa kurz abräumen, staubsaugen und dann die Kissen alle schön wieder hinschlichten, dass es wieder hier ein bisschen ordentlich ist. Und dann seht ihr auch mal, wie das wirkt. Also ich finde das viel besser mit so großen Kissen auf so einem überdimensionierten Sofa. Was ich meine. Also es haben immer noch ein paar Kissen gefehlt und wären das jetzt noch solche kleinen, dann hätten es noch mehr als vier sein müssen und dann wäre das so mit einer Milliarde kleinen Kissen überladen. Das wäre glaube ich auch nicht schön. Ich finde es total stimmig so. Und auch von den Farben, ich meine, wir haben jetzt so noch so dunkle Töne mit drin, die wir bis jetzt noch gar nicht hatten. Das Rosa kommt ja schon mal hier und hier so ein bisschen vor und das Rosa auch. Aber ich finde es total stimmig so insgesamt. Ich freue mich mega drüber und jetzt ist das Sofa eigentlich auch wirklich so vollständig und fertig. Jetzt geht's ans Mittagessen machen. Ich mache einen Tomatensalat, im Ofen ein Knoblauchbaguette und in der Pfanne ein bisschen Grillkäse. Wir sind jetzt gerade nur zu zweit, von daher brauchen wir auch nicht so viel zu machen. Und ich finde, es passt eigentlich ganz gut zusammen. Es hat auf jeden Fall ein Grillfeeling, so ein schöner Salat und dann das beides. Mein Teller. Tomatensalat ist noch ganze Menge da, aber kann Tim heute Abend noch was essen. Und Karls Teller ist hier. Ich hoffe, der ist ein bisschen abgekühlt. Wir müssen erst mal eine Gabel holen. Ich muss mir auch noch was zu trinken machen. Die Kindergabel ist vermutlich ein Spüler. Wo auch sonst. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, wir lassen es uns jetzt mal schmecken. Hiermit noch zeigen, was für einen Vorteil diese großen Kissen haben. Und zwar sollte ich eine Höhle bauen. Tim hat natürlich gestern Maßstäbe gesetzt, eine Höhle mit zwei Eingängen. Also habe ich auch eine mit zwei Eingängen gebaut. Der hier ist ein bisschen verschüttet. Aber es ist super cool, mit den Kissen einfach eine Höhle zu bauen. Auch wenn man jetzt für die großen Flächen eine Decke braucht. Aber es ist auf jeden Fall super praktisch. Karl findet es auch gut. Und ich muss mich jetzt nochmal dringend mit der Ideenfindung bezüglich Abendessen beschäftigen. Weil ich weiß nicht, ich habe richtig Lust, was zu kochen und so. Und heute Mittag, das war jetzt nicht großartig kochen, aber das war halt auch nicht einfach nur eine Pizza warm machen.
Es wird ein Reisauflauf mit Möhren und Pilzen. Den Reis werde ich hier drin kochen und dann wird das hier die Auflaufform. Unsere Töpfe sind halt so cool, dass die keine Plastikgriffe haben. Boah, das mit dem Licht, ey, vorne war das Licht viel schöner. Hiermit werde ich das würzen. Ich denke mal, das passt ganz gut dazu. Ja, mal gucken, was ich noch so finde. Es ist noch ein bisschen Zwiebel übrig. Vom Mittagessen, also die Zwiebel kann ich noch ranmachen. Ansonsten, da oben ist noch ein bisschen Mais. Der ist von... Tja, von wann ist der denn? Haben wir denn irgendwas mit Mais gegessen? Ich habe Angst, dass der schon zu alt ist. Ich werde aber erstmal mich 10 Stunden mit den Möhren beschäftigen. Und dann, ja, ich denke mal, das wird ein ganz leckerer Auflauf. Ich habe echt Bock auf einen Auflauf. Habe ich nur einen kleinen Teil des Essen-Machens gezeitraffert. Keine Ahnung wieso. Ich zeige euch jetzt mal das Zwischenergebnis. Der kommt jetzt für unbestimmte Zeit in den Ofen. Im Endeffekt geht es ja darum, dass der Käse schön aussieht. Ich werde dann mit der Gabel zwischendrin mal rausholen, den Reis und so, und gucken, ob es durch ist. Und dann sieht man ja, ob es fertig ist. Genau. Ich mache jetzt mal den Ofen an. Und zwar, wir haben ja keine Umluft, aber wir haben Ober-Unterhitze. Das ist ungefähr das Einzige. Hier gibt es noch nur Unterhitze, nur Oberhitze. Ne, das ist der Grill, glaube ich. Ne, hier ist der Grill. Da kannst du noch Ober-Unterhitze ohne Licht und Licht. Das war's. Das sind die ganzen Features von dem Ofen. Sehr vielseitig. So, 200 Grad und rein damit. Und an der Stelle möchte ich das Video gerne beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden euch bestimmt bald erzählen, warum wir unter anderem auch noch so viel Stress gerade haben, beziehungsweise uns selber Stress machen. Lasst euch überraschen. Ich werde jetzt mal gucken, also ich habe zwar die nächsten Tage viel zu tun, aber ich habe auch ein sehr gutes Zeitmanagement gerade, deswegen denke ich mal, dass ich mir da schon die eine oder andere Möglichkeit freischaufeln kann, um wieder so einen ganz normalen Alltagsvlog zu drehen. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, lasst einen netten Kommentar da, abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Thank you.